Moin Nerds, es ist soweit. Battlefield Hardline ist in der Beta, in der zweiten Beta. Es hat sich viel verändert, viel getan. Das ist die Map, die heißt, und die spielt sich hervorragend. Erinnert an Payday ein bisschen. Wer von euch Payday 2 kennt, der wird gleich hier die Parallelen sehen. Das macht auf jeden Fall Laune. Heute zeigen wir euch ein wenig Gameplay aus der aktuellen Beta. Wir werden die Tage noch ein weiteres Video hochladen, wo wir zusammen Battlefield, Hardline, im Teamspeak natürlich, die Runden bestreiten werden. Heute soll das ein bisschen Grafikeindruck zeigen. Jetzt gerade seht ihr ein Bild von der GTX 970 auf mittleren Einstellungen. Das heißt, ich habe um die 140 Frames jetzt gerade. Und wir switchen gleich zu den Ultra-Einstellungen. Jetzt sehen wir gleich von der anderen Seite. Hier sind wir natürlich die Bankräuber. Und aus der Polizeisicht sehen wir das Ganze mal in Ultra-Einstellung. So. Sieht man auch ganz anders aus. Hier habe ich um die, ja, 90 Frames die Sekunde. Und es sieht Hammer aus. Sieht gut aus. Also, wer Battlefield 4 kennt, der wird jetzt nichts Neues kriegen. Es läuft irgendwie besser, ich habe das Gefühl flüssiger, also vom Spielgefühl. Und hätte ich nicht gedacht, die erste Beta von Battlefield Hardline war nicht so gut. Wir haben es ausführlich gezockt. So. Zack. Dann kriege ich noch. Ja, das alles auf Ultra-Einstellung. Wir zeigen euch jetzt mal die andere Map. Nämlich Staubwüste. Jetzt achtet man nur auf das Feeling. Hammer Map. Radio. Das macht super viel Laune, jetzt gerade mit diesem Truck hier zu fahren. Ich weiß gar nicht mal, was das genau für ein Wagen ist. Ach, ist das nicht schön? You see me rolling. They hate him. Nein, im Ernst. Es fühlt sich gut an. Man fährt hier auf der Map Staubwüste. Ja, eine kleine Ortschaft rein mit Tankstelle und allem drum und dran. Irgendwie fühlt sich das echt an, nicht gekünstelt. Und ist eine sehr gute Map, wie ich finde. Macht auf jeden Fall Laune, jetzt gerade im Conquest-Modus. Vektorplatz da. Zack. Die Map spielt sich hervorragend. Das macht super viel Laune. Und weiter geht's als Sniper. Übrigens eine schöne Klasse, wie ich finde. Also jetzt gerade nicht die typische Klasse bei Banküberfällen. Aber macht auf jeden Fall Laune. Ich liebe ja den Recon zu spielen. Und ich habe noch die anderen Sniper-Gewehre nicht ausprobiert. Das ist das Scout, die Standardwaffe. Ihr wisst, ihr könnt alles freischalten, indem ihr quasi, ja, eure Erfahrung, ihr kriegt, die kriegt ihr quasi in Geld. Und die könnt ihr einsetzen in neue Waffen, neuen Ausrüstungsgegenstände, neue Gadgets. Das ist das ganze Spielprinzip vom Battlefield Hardline. Und ja, ich bin gespannt, was das Spiel noch zu bieten hat. Ich werde die Tage, wie gesagt, mit meinen Jungs das Ganze hier durchzocken. Und ein weiteres Video laden. Hier, das sind jetzt Levolution. Ja, ein Sandsturm, dann kann man nicht so gut snipern. Ihr werdet gleich mal sehen, wie unscharf das Ganze ist. So. Hier alles im Nahen ist relativ scharf, aber wenn ihr auf Distanz, könnt ihr die Gegner kaum sehen und es ist schwierig, die Gegner zu treffen. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass das Video euch gefallen hat und liked, kommentiert, abonniert, was das Zeug hält und wir sehen uns die Tage. Euer Natzen-Nerd.